Leute, ich bin Faye Montana. Und ich bin Paula. Und heute sind wir bei It's Out und gehen durch die verschiedenen Eras von Miley Cyrus. Exciting. Also, wir müssen uns jetzt einen Ball aus diesem schönen Basket raussuchen. Du darfst anfangen. Wirklich? Ja, ja, okay. Ja, komm. Natürlich. Okay. Ich find's crazy, dass die einfach so aufgehen. Paula, das findet sowas richtig cool. Sie war so kleine Sachen. Wo findet man die? Okay, ich mach mal auf. Wie sie sich freut. Wir wissen beide, by the way, nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich auch nicht. 2008, Stand Up to Cancer Benefits. Oh. Okay, Kopfhörer. Ich freue mich gerade so. I remember this. Sie war mit so ikonischen Leuten auf einer Bühne. Beyonce! Liebe diese lange Haare, lange braune Haare-Ära ja. Von Miley. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das nicht. Aber wie iconic ist dieser Moment? Warum kenne ich den nicht? Nelly Furtado. Leona Lewis einfach. Oh. Hä? Warum gibt es sowas heutzutage nicht mehr, weißt du? Genauso wie bei We Are The World, kennst du? Ja, ja, ja. Da hat sie auch mitgemacht. Oh mein Gott, vielleicht sehen wir das noch. Wir öffnen jetzt den passenden Umschlag. Achso, wollen wir das mal runter machen? Ranke alle Stand-Up-Performers from top to bottom, first pick 7 to rank. Yeah. Schwer. Es ist uns klar, dass Rihanna oder Beyoncé auf Platz 1 ist, ja, oder? Ja, es ja, ist ja. So, aber so geschrieben im Testament, dass das so sein wird. Ja. Ich finde, die Haare müssen eigentlich auf Platz 2. Aufgrund der Haare in diesem Video geht Beyoncé auf Platz 2, auch wenn es mir sehr weh tut, aber Riri ist 1. Riri ist 1. Dann kommt Queen Bee. Dann kommt Miley. Ja. Miley, safe. Weil sie ist so jung und sie hatte so eine krasse Ausstrahlung. So ja. Neben diesen ganzen Icons, ich wäre absolut eingeschüchtert. Leona. Ja. Leona. Einfach weil die Stimme, sobald die anging. Oh mein Gott, ich brauche mehr Octopus. Finger. Oder ich halt. Okay. Okay. Leona. Ich finde Nicole ganz unten, dass man schon mal Bescheid weiß. Ja. Oder? Ich glaube, nach Leona würde ich Mariah packen. Ja. Und Fergie auf dem vorletzten, weil. Also so, nice part, but ich bin kein Fergie-Fan so richtig. Ja, also, ja. Es war so, okay, bei Black Eyed... Oh mein Gott, ich will nicht... Okay. Black Eyed Peas. Ja, das wäre unsere Reihenfolge. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr stimmig. Ja, voll gut, wir sind uns voll einig. Ball! Okay, wow. Next Ball. Cool, ist wie Roulette. Ich bin gespannt. Oh, ja. 2015 Backyard Sessions. Oh! Ja! 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 Oh. Ja! Hast du die gesehen? Die haben mein Leben verändert. Und der Song. Ich will lauter. Und wenn sie reinkommt, ich glaube, ich hab ein... Was? Ich hab Gänsehaut. Onesies, ja. Das ist so 2015. Ich hätte damals meine Niere verkauft für so ein Onesie. Ja. Ich hör mir das später auf meinen Kopfhörern an und tue so, als wäre ich mein Charakter. Wow. Oh, wow. Ich hab das vergessen und dann war es wieder da in meinem Kopf. Ja, es gibt so Dinge, die so ganz weit hinten in unserem Unterbewusstsein eingebrannt wurden und es wurde gerade wieder rausgeholt und es war das schönste nostalgische Gefühl, was ich sehr lange gespürt habe. 2023, used to be young. Ah. Wir kommen in die Gegenwart zurück. Einfach im Jetzt. Das ich Geile sagen, ist... Fang du an. Okay, let's start. Miley Cyrus, used to be young. Ich bin gespannt aufs Musikvideo. Ja, Mann. Oh mein Gott, das bin ich gerade in meinem Leben. Ich bin gerade... Das bin ich, wenn ich auf eine Party komme und du da bist. Und du bist so, ah, oh, bleib doch mal. Und ich so, I used to be young. Sie ist so in ihrer wholesome era. So, ey, ich reflektiere und... Auch healing. Ja, schön. Adulthood. Dieser Part hört sich gerade so real an. Als würde sie gerade zu uns so... Ja, oder ist ein anderer...
alles war genau so gut, wie sie es gemacht hat. Ja. Bringt mir Miley, ich will jetzt ein FaceTime-Call mit ihr machen. Kommt sie? Ja, Chris. Kommt sie? Junge. Nee? Okay. Ah. 2020 oh. Flowers divorced. Ganz kurzer Disclaimer. Wir sind ja hier, um ehrlich zu sein, oder? Ja. Flowers. Hast du nicht gefeiert? Krass, ich hab's richtig gefeiert. Ich kann's nicht hören, ich kann's nicht hören. Okay. Let's go. L.A. Da ist das Kleid. Oh mein Gott, sie sieht so fucked up von so einem... Weißt du, so, ich gehe jetzt ihn umbringen. Mut. Digga, das sieht ein bisschen aus wie Walk of Shame am nächsten Morgen, aber so. Weißt du, was ich meine? Aber so auf geil. Auf geil. Kann man meine Cyrus betrügen? Ja, frage ich mich auch. Bei Beyoncé und allen. Oh, und guck mal, wie geil sie auch aussieht. Wow. Safe hat er so ein Workout gemacht, oder? Oh mein Gott. Warum macht sie da dieses Workout? Ich glaube, sie zeigt ja, dass sie auch stark ist. So. Das gibt mir richtige Joker-Vibes, ja, wo er so durchgedreht ist. Aber auch so geil. Ich würde auch gerne durch meine Millionenbilder so tanzen. Ich würde es genauso machen. Ja. Geil. Ja. Let's ball. Let's ball. Irgendwie nehmen wir immer die Mitte. Das ja, ne? Oh. Oh mein Gott, er wollte. Ich ja, nimm ihn. Ich glaube, es war gerade voll so dieser Moment. Er war so richtig. Was ist es jetzt? Aber was ist es jetzt? 2015. What does it mean? Also Iconic Era wieder. Oh, ich liebe 2015 Miley. Oh, SNL. Oh. Bra. Es war so lustig. Es war so lustig. Ich liebe SNL. Ah, das ist dieses. What does it mean? Das ist halt jetzt viral. I gotta say, it's giving manic. Ich habe das in ganz noch nicht gesehen. Ich auch nicht. First reaction. Ich glaube, manchmal nimmt sie sich einfach selber ja auch nicht ernst. Das liebe ich an ihr. So, guck dir das mal an, da sind Hunde auf dem Klavier. Bin ehrlich, ich würde einlaufen auf meiner Hochzeit zu dem Song. Ich will den Song auf meiner Playlist. Ja. Diese Klammer da oben, die triggert mich so hart. Mach diese Klammer weg. What does it mean? What does it mean? Wow! Metal-Sängerin auf einmal geworden. Ich find's so lustig, wie sie so macht. Main. Denkst du, das ist Main? What does Main machen? Meinst du, sie hat das extra so goofy gemacht? Ja. Sie weint. Aber irgendwie, weil sie jetzt weint, I don't get the joke. Weißt du, ich bin so, es ist jetzt wirklich traurig. Ich bin gerade schockt, dass sie weint. Ich wusste das nicht. Ja. Es ist irgendwie eine Mischung aus lustig und irgendwie gar nicht lustig. Sehr speziell irgendwie. Sehr speziell. Oh. Also, oh. Am Ende war... Ich denke mir nur gerade so, okay. Genau, ich glaube, das war alles extra. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay, next ball. Aha. Wo ich gesagt habe, dass sie, glaube ich, auch geweint hat. So viel weint. Sie hat jetzt schon dreimal geweint. 2019 Glastonbury-Auftritt. Ey, let's fucking go. Da hat sie doch so die Banger gebracht. Ja, und alle waren so, there she is. Yes. Ja. Oh mein Gott. Dieser Song. Aber alles in Rock-Version. Okay, doch, das ist sie. Ihr Vater. Sorry. Ist das der? Das hat der gesungen? Nein. Doch. Doch, das stimmt. Hat der hat doch. Der hat die Hook gesungen. Warum bei wusste ich das nicht? Lil Nas X. Ja. Lil Nas X. Man fährt immer Auto. Ist dir aufgefallen? Ja. Warum fährt man immer Auto? Oder so Motorrad. Okay, Lil Nas. Mit dem das T-Shirt. Ich liebe es. Digga, ich liebe Miley. Sie ist so iconic. Boah, ihr Vater ist so ein Country-Legend. Ich weiß ja nicht. Einmal nur das Ex-Konzert. Also go, Miley. Aber ihr Vater war ja wirklich auch immer bei Hannah Montana, ne? Das ist ja so, oder? Ja, oder? Ich weil, fand das ja. So toll. Das war so, deren Beziehung war schon immer so, oh, ba, ba, ba. Ich will so richtig das Lotto-Gefühl. Okay. Go down, throw down. 2009, Kenn ich nicht. Mm-hmm. Kenn ich? Shut up! Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up, shut up.
can almost see it. That dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never. Diese Musik, oh mein die Gott, früher. Diesen Voice hat man so oft und sie verpackt das dann in den Dingen. Oh mein Gott. Ja. Sie war da einfach noch so am Anfang. Ja. So crazy. Hat die da schon geraucht? Denkst du, ich höre das? Oh, es wird geritten. Und er ist so heiß. Sie hat einfach so den Traum von jedem Mädchen gelebt. Ja. Sie war an einem Filmset. Aber scheint nicht so geil gewesen zu sein. Ja, aber egal. Kurz mal das ausblenden. Und dann hat sie ihren Traumtypen kennengelernt und war mit denen 10 Jahre oder so zusammen. Oh mein Gott. Das ist so ein Banger. Ich komme nicht drauf klar. Das ist so ein Banger, Bro. Warum gibt's sowas nicht mehr? Ich brauche genau diese Songs von Miley. Ach. Wo sie so ausrastet und mich anschreibt. Ich brauche das in meinem Leben. So, Junge, komm mal klar jetzt. When I look at you. When I look at you, Leute, da bin ich... Ich kann nicht. Ich bin das gleich. Boah, da habe ich so geheult. An die erinnere ich mich genau an diese Performance. Ey, das ist der Reveal. Und alle sind schockt und ich bin so, Bro. Beste Era für mich, bin ich ehrlich. Toll. Warte, aber da wusste es ihr Typ schon, oder? Wusste er erst das schon oder hat er es auch in diesem Auftritt erfahren? Gute Frage, ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, keiner wusste es, oder? Boah, die Denkst du, sie hatte wirklich was mit dem Typen? Er ist so krass. Hör auf, geh weg. Ey, jetzt will ich auch wieder ein Pferdemädchen werden. Oh mein Gott, wollen wir mal reiten gehen? Meine Hand spritzt. Kannst du reiten? Nein. Aber ich kann dir beibringen. Wirklich? Ja. Ja. Und dann lass uns ein Pflegepferd holen. Oh, lass mal nur Miley dabei hören. Lass unser Pferd Miley nennen. Wir holen zwei. Eins ist Miley, eins ist Hannah. Und ein blondes, ein braunes. Oh mein Gott, Boom Club. Müssen wir das tanzen? Hey. I can do that shit. Let's go. Den Hoedown. Hoedown. Jetzt macht Sinn. Der heißt Hoedown in einem Kinderfilm. Hoedown. Okay. Hoedown, Throwdown, Tanz zu lernen. Ein Video dazu ist im Challenge Ordner. Let's go. Right, and we're gonna lock it. Then you shuffle with your left foot, polka. And we're gonna clap 3 times. Clap 3 times. Let's get them up to speed on what we've learned so far. 5, 6, 7, 8. Pop it, lock it, poker, got it, country, fried in hip hop it, put your hands in the sky, side to side, jump to the left, stick it, glide, zigzag, drop, oh my god, shuffle and down angle, when the drum hits, hands on your hip, one foot in, one eighth twist, and then a zigzag, step slide, lean it left, clap 3 times, shake it out, head to toe. Throw it all together, this is how we roll. Oh my God! Drop! Das ist das Schönste, was ich heute ganz viel gemacht habe. Das ist schwerer als steuern. Oh mein Gott! Was war das für ein Tutorial uns einmal? Ob wir das auch so cool können. Das können wir. Das Ende. Was macht ihr da? Aber jetzt mal ehrlich, auf welche Lerngeschwindigkeit wurde das angepasst? 2 Minuten ist Weltmarathon. Pop it like it's hard. 2006, Best of Both Worlds. You get the best of both worlds. Yes! Yes! Yes, Queen! Yes! Oh mein Gott, ich hatte letztens ein Shooting und ich hatte auch so ein Paillettenkleid an. Ich hab's gesehen. Genau, mit Hundschuhen. Nix. Ja. Super sah das aus. Ich sah aus wie Hannah Montana. Ey, und dieses Mic-Stand, dass da Diamanten dran waren, das war schon immer so, oh, will ich auch. Das macht halt jeder. So das jeder kopiert Hannah Montana. Ja, dieses Logo, ne? Dieses Logo, wer auch immer das gemacht hat, er verdient einen Award. Ja. Geile. Challenge, das ist eine Challenge. Oh, oh. Das ist der Zauberbrief vom Schlag. Oh. You get the bag. Stellt die Bilder im Ordner Challenge nach. Oh. Haare von mir, okay. Was kommt jetzt? Yo.
Okay. Machst du jetzt einfach immer die rechte und nicht einfach die linke? Digga, ich fühl mich wie ein Wal. Dieses Disney-Lächeln. 2010. I can't be tamed. I can't be tamed. Baddie Era. Oh mein Gott, das gibt mir. Also, Reputation Era. Es gibt mir einfach Tribute von Panem-Vibes. Oh. Vom Spottteufel. Ja, naja. Actually, komischer Zufall. Ja, komisch. Ich wollte auch gerade sagen, sehr komisch. Aber Universum macht immer Easter Eggs. Muss ich mal auffallen, ist mir auch schon aufgefallen mit meinen Exen. Alle sehen aus wie mein Müll, den ich jeden Morgen rausbringe. Hab ich jetzt gecheckt. Oh, let's go! Let's go! Oh, ich hab's so vergessen. Wow! Und das Geile ist, dass sie als Künstlerin auch schauspielern kann. Und so ein Pluspunkt. Wie alt ist sie da? 2010. Hm? 2010 ist das, also man muss jetzt rechnen, wann sie geboren ist. Ich kann nicht rechnen. Ich weiß auch nicht, wann sie geboren ist. Ich auch nicht. Richtig Angst. 2013 VMAs Bangers Album. Okay. JPEG? Das! Ja! Das ist die. Aber auch Wrecking Ball. Ja, Wrecking Ball. Es war alles eine Era. Das war ihre Buzzcut-Era, ihre Let's Go. Das war auch diese Era, wo sie aus diesem Auto steigen wollte und ja, mit dem Police genau. Was mir jetzt auffällt, früher habe ich da nie dran gedacht, sehr gay. Oh. Sehr gay, also so. Ist sie bi? Ja! Die Beats Band! Ja! Ja! Oh! Die Grills! Das war so iconic. Bruder, dieser Schnitt. And, oh mein Gott, dieser Song. Yeah, like we don't care. Beste Era. Ich wollte zu Hause ausbrechen nach diesem Song. Oh! Eos! Ich hatte 50! Ich hatte 50! Ich war einmal in Amerika, mein ganzer Koffer war mit Eos. 20, Oh! Dieser Song war mein Anthem, weil wirklich meine Mom liebt Basketball und wir waren immer so. Ja! Beach Bash! Diese Bulls, Chicago Bulls! Hör auf, Baddy! Sorry, ich kann nicht. Oh mein Gott, ich will immer noch so eine Beats Pill. Wie cool wäre das, wenn das so einfach zu Hause stehen würde? Mal gucken, ob die noch funktioniert. Ja, ich erinnere mich genau. Mac! Dieser rote Mac-Lippenstift. Sie hatte sogar eine Collab mit dem, glaube ich. Ja, das ist gerade 23 geworden. Hör auf. Jordan Year 23. Oh, das kann man so krass sein. War voll das Scheißjahr für mich. 23. Mit Wiz Khalifa. Diese Mini Chanel. J's on my feet. J's on my feet. So good like me. Diesen Swag hat keiner mehr heute. Ist mir alles egal. Okay, Wrecking Balls. Es muss. Ja. Und sie weint. Ja. Also es wäre halt keine Eras Tour. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr geguckt habe alles? We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped. Never asking why. Ich liebe es, wie viel Emotion sie da reinpackt. Nie wieder an was anderes denken könnte. Ja. Als an dieses Musikvideo. Ja. Das ist krank, oder? Sie hat einfach so Geschichte geschrieben mit so einem scheiß Wrecking Ball. Ja. Boah. So krass. Dass sie einfach so schlau ist, ich kann es nicht. Doc Martens. Doc fucking Martens. Oh. Ah ja, stimmt, wo sie mit diesem Hammer rumgemacht hat. Sie macht mit allem rum. Sie macht mit. Ja, zu der. Ah, true, das war ja auch noch Nakey Nake. Yes. Ich frag mich, ob in solchen Musikvideos dann so alles abgeklebt ist oder ob sie da so reingegangen ist und war so, fuck that. Ja. Frag ich mich halt auch, ob sie so einmal ich glaub, Muschi auf Stein. Ja, ich glaube, sie hat drauf geschissen, bin ich ehrlich. Denkst du? Ja. Ja, das ist doch Young Miley eigentlich. Ja, genau. Toll. So lange braune Haare, Alter. Miley ist meine Fake Miley. Ich hab's mitgenommen gerade.
Oh, lass uns klarkommen hier. Krass, Miley. Ich wusste, ich habe irgendwie vergessen, wie krass sie ist. Das war diese chaotische Reise durch die Miley Eras. Hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Oh, normal. Ich bin aber auch irgendwie voll fertig. Ja, ich bin müde. Ich bin tot. Meine ganzen Dateien in meinem Kopf wurden einfach so einmal durchgesucht. Alles wurde von hier hinten wieder rausgeholt. Liked und kommentiert, subscribe. Schreibt mal euren Favorite Miley Song jetzt in die Kommentare. See you guys next time. Bye.